Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Challenge-Projekt auf dem Zweisternhof gegen den Mikado Place XD. Hallo. So, der Jürgen Reisex ist hier noch am Ballenpressen. Der Tigerfarm hat wahrscheinlich immer noch die Disposition. Und der Gerhard Schulz, der Seiden, ist bei Mikado beschäftigt. Und der Alfred Meyer ist bei Alfred Meyer beschäftigt. Genau. So, gut. Dann würde ich sagen, wünschen wir euch frohe Arbeit. Ja. Jo. Das ist gleichfalls. Und wenn sie fertig sind, geben sie bitte Bescheid. Gerne, gerne. Gut. Danke. Tschüss. Tschüss. So. Das lübt. Ich muss immer noch an der letzten Folge dran denken. Von Seiden, die er Tschüss gesagt hat. Wie da so mit Emotionen Tschüss. Und dann er so vor dem Hinterhalt Tschüss. Naja. Trotzdem alles gut. Naja. Ja, alles gut. Aber ich fand's trotzdem komisch. Naja. Und was machen Sie gerade so? Ich dünge. Ich hätte eine Frage. Ja, was hätten Sie denn für eine Frage? Ich würde gerne ein Feld kaufen. Moment, warte mal, ich weiß gar nicht, ob ich das Geld habe. Haben Sie überhaupt das Geld? Ich habe das Geld. Sie haben das. Warte. Feld Nummer 3. Ja, Feld Nummer 3. Dies müsste ich kurz erstmal beobachten, wie ich den Feld Nummer 3. Feld Nummer 3 ist. Warte mal. Sie haben so viel Geld? Ich habe noch ein bisschen mehr Geld. Gott, wieso haben Sie denn so viel Geld? Warum kommen Sie da? 60 Ballen. Ja, komm, ich bin damit einverstanden. Sie dürfen es sehr gerne kaufen. Vielen Dank. Warte! Mist! Was? Egal, kaufen Sie es. Oh, hab's gekauft. Ich weiß, warum Sie es gekauft haben. Ja, natürlich. Da ist Gerste drauf. Ja! Aber es ist leider nicht gedüngt. Vielleicht kriege ich das hin. Nee, kriege ich nicht hin. Ich müsste jetzt nehmen. Schnell, wir müssen schlafen. Ich müsste den Traktor umkonfigurieren, darauf verzichte ich jetzt mal. Ja, das Miese ist halt auch, sie haben so eine riesige Wiese und sie haben vor allem riesige Felder. Ich habe nur ein großes Feld. Moment. Wie viele Felder hatte ich zu Beginn? Eins. Wie viel hatten Sie? Zwei. Okay. Mehr wollte ich gar nicht hören. Ja, aber meine sind viel kleiner als ihre, ja? Und außerdem... Ich hab doch gesagt, der Anhänger soll entladen werden. Warum? Und außerdem haben sie trotzdem eine große Wiese. Ja. So, ist doch egal. Welche, ist die wirklich größer? Ja. Also, wenn ich das wirklich so in den Folgen gesehen habe, dann ist die wirklich... Ich weiß nicht, wie viel bei Ihnen noch Bäume rumstehen. Kann schon sein. Ich habe halt überhaupt kein Geld mehr. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich den Lohnunternehmer gleich noch bezahlen kann. Das wäre ein bisschen mies, wenn nicht. Hallo. Hallo. Ja, die Presse einfach irgendwo auf den Hof stellen. Können Sie bitte mit, ich habe ein neues Land erworben, Feld 3. Können Sie da bitte gucken, ob es das zeitlich noch reicht, dass Sie da mit einem, Düngestreuer drüber kommen? Da brauchen Sie aber Pflegebereifung. Also wie Sie 3 düngen. Wäre toll, wenn das noch klappt. Ja, und dann noch die halbe Stunde Beinen pressen. 300. Okay. Kommt gleich. Dankeschön. An Tigerfarm haben wir einen Traktor mit Pflegebereifung. Tschüss. Ja. So. Was los?
Ich hab gerade nur gefragt, ob sie noch da sind. Ich hab nämlich nicht gehört. Ich bin wieder da. Ach, schnell weg. Wie der Wind. So, komm mal gucken. Ja, man hört das nicht, weil das Ende rausgezogen wird. Ja, irgendwie komisch, gell? So, ich muss gerade mal gucken, ob ich da noch einen Ballen vergessen habe. Da muss ich auch mal wieder Platz machen. Ja. Also, das geht ja gar nicht, dass die einfach einen Ballen vergessen. Ich muss gucken, ob ich einen vergessen habe. Ich habe nicht gesagt, ich habe einen vergessen. Wir haben einen vergessen? Ich denke nicht. Sie denken oder hoffen? Ah, vielleicht liegt noch einer im Gestrüpp, das weiß man ja nicht so. Das ist so hoch. Wieso geht denn eigentlich der Preis für die Silage gerade wieder runter? Keine Ahnung. Die wollen mich verarschen, ich bin ja gerade am Silage machen. Dann muss ich mich beeilen, meine letzten Ballen verkaufen. Waren dann nur 80 Stück. Vor allem, warte mal, kann das sein, dass das Feld da oben, was die haben? Ja, das hat noch Wiese dabei, glaube ich, gell? Dass das, was sie gekauft haben, ja. Das ist das Einzige, was mit Gerste bepflanzt ist. Danach habe ich nicht geschaut. Ich wollte unbedingt, ich habe mir gedacht, oh, ein Feld. Dann wollte ich eigentlich irgendeines kaufen, dann dachte ich, ah, da ist Gerste drauf. Ich habe gar nicht geschaut, wie viele Gerste haben. Oh, gar keins, außer das. Das ist das Einzige. Habe ich ein gutes Timing. Haben sie aber ganz schön Glück gehabt. Gutes Timing gehabt. Vor allem hatten sie Glück, dass es direkt bei ihnen ist, ey. Ja, das natürlich auch. Das war meine Hoffnung, dass du es dann ablehnst, als so weit zu fahren ist. Ah, vielleicht haben sie auch nochmal Glück. Ey, was meinst du jetzt mit ablehnen? Ablehnen, dass du es nicht kaufen darfst, oder? Ja. Ich meine, ich würde bei ihnen kein Feld ablehnen, was sie kaufen wollen, weil ich einfach annehmen würde, sie würden es bei sich kaufen. Ach so. Nee, ich bin ja so gütig. Alter, ich würde gerne mal wissen, wie viel Kapital ich habe. Und außerdem habe ich überhaupt nicht das Geld für das Feld, ja. Nicht? Nein. Guck mich doch mal auf meinen Kontostand. Mach ich gleich, Moment. Ich muss erstmal ein bisschen Geld verdienen. Nice. Toll. Danke. Könnten Sie mir auch bitte die Hälfte dafür abgeben? Also echt, für mich sieht es gerade echt schlecht aus. Ach so, einfach geht es. Zack. So, dann gucke ich mal nach Ihrem Kontostand. Es sieht wirklich nicht so schön aus. Ja, sag ich ja. So. Gut, ich habe meine Ballen an. Oh, nochmal. Ich bin wirklich gerade am Überlegen, ob das so eine gute Idee war, diese eine Sache, die ich gekauft habe, zu kaufen. Könnte ich eigentlich nochmal ein Feld ans kaufen? Warte, ich gehe mal kurz runter. So. Perfekt, ey, es läuft so krass gut bei uns. Wir haben jetzt noch ein Feld mit Gerste. Vielleicht kriege ich sogar das Gerstenziel fertig. Wir hatten ja in der letzten Folge thematisiert, 155.000 habe ich. Wir hatten ja thematisiert, ob wir nicht die Ziele vorzeitig beenden, indem wir sagen, okay, Folge, was weiß ich, 80, werden wir das Projekt beenden. Muss mal durchrechnen, vielleicht können wir auch sagen, Folge 100 ist finito. Muss ich mal gucken von der Folgenanzahl, wie viel wir da schon hatten. Ich habe gerade das Thema von gestern nochmal offen. Von letzter Folge. Wegen dem vorzeitigen Ende der Challenge. Vielleicht können wir, ich muss aber mal durchgucken, ob es Folge 100 ist oder so. Ich glaube, da den Schritt ziehen können. Folge 100? Ich dachte, so weit schaffen wir es überhaupt nicht. Wir sind jetzt im Moment bei... Warte, ich komme nicht so kurz. Wir sind doch erst bei Folge 75 oder so bestimmt erst. Also, das ist die 68 gewesen. 69, 70, 71, 72 ist heute. Oh, echt? 72. 100. Ja, da wird schon eher 90 machen, oder? Ja.
Sind wir schon wieder? Nee, sind wir nicht. Was kriegen sie denn? Das war jetzt sehr kurz. Wie viel? Ja, wann Anfahrt, hast du angefangen? Eigener Traktor. Warte. Machen wir wieder 300. 300. Okay. Haben Sie noch irgendwas? Ich habe immer Arbeit. Dann hätte ich gerne 300, haben Sie gesagt. Ja. Achso, hatten wir ja schon. Das Grundstück unterhalb der Agroma. Kennen Sie sich mit der Säge aus? Ja. Also mit der Baumsäge, mit der direkt, die man dran machen kann? Kettensäge. Nicht mit der Kettensäge. Nicht mit der Kettensäge. Harvester. Nee, auch ja. Nicht mit dem Harvester. Mit der grünen Säge. Moment. Gucken Sie gerade mal rein bei Forstmaschinen. Ja, ich weiß nicht. Die TR 3200. Na, damit kann ich auch gehen. Okay. Ich nicht. Dann komm. Machen wir einen Wechsel. Ja, entweder das oder ich sie entasten. Ich bin auf dem Weg dorthin. Treffen wir uns dort. Hast du dahin zählt, ne? Ja, kannst du den Ballensammler von Feld 21 holen, Razak? 21 Ballensammler holen, ja. Was steht denn noch? Herr Schulz? Ja. Bitte ganz unten, so weit unten wie möglich die Bäume absägen. Wo nochmal genau? Bei Agroma? Genau, unterhalb von Agroma, die Parzelle gehört mir. Oh Gott. Weil die Hälfte von der Parzelle ist schon gerodet. Wo steht das grüne Säge? Das steht da. Müsste irgendwo da auf der Parzelle stehen. Ja, relativ oberhalb. Mhm. Okay, gut. Bis später. Bis später. So. Ey, es läuft gerade so krass. Bibi. Vielen Dank. Es läuft gerade so krass. Du wirst es nicht. Sie glauben es nicht einmal. Ich sehe mein Ende schon. Ich bin gerade wirklich sogar am überlegen, ob ich nicht sogar die Ziele schaffe. Nee, wahrscheinlich nicht ganz. Ja, schön. Ja, es läuft ganz gut. So ja, gut, Leute. So gut. Oh, schade. Ich könnte mir ja auch gerne mal das Geld aus der Bank besorgen, oder? Sie wollen einen Banküberfall machen? Wir haben ja keine Polizei, also. Haben Sie sich wirklich die kleine Ballenpresse gekauft? Nein. Nee, das hoffe ich. Ich habe gute Gemüse. So viel Geld habe ich überhaupt nicht. Stimmt, da war was. Sag mal, warum er davon hier einen Banküberfall machen? Warum denn? Was bitte? Darf man hier einen Banküberfall machen? Das können sie machen, aber die Strafe würde bedeuten, sie verlieren das Projekt wahrscheinlich. Moment noch mal kurz. Ich schreib's hier. Ich dachte, es gäbe keine Polizei. Wie bitte? Bäume. Ja, ich habe nichts mehr zu tun. Meine Felder sind bestellt, meine Wiesen sind gemäht. Was soll ich denn machen? Außer Geld verdienen. Sie können mir ja gerne helfen. Dafür bekommen Sie nichts. Weil ich nämlich auch nichts habe. Ich hoffe einfach, dass ich jetzt demnächst mit der Village wieder was gewinne. Ich glaube, der Preis wird erstmal in den Keller gehen. Tut mir leid, aber... Ja, weißt du, das wohl sein. Als würde dieses Projekt wirklich für Sie arbeiten, ey. Als würden Sie dieses Projekt dafür bezahlen, dass es für mich schlechte Angebote macht. Gucken Sie doch mal. Sie verkaufen gerade die Lage und haben total viel Geld dadurch wiederbekommen. Ja? Und jetzt mache ich demnächst wieder die Lage. Und jetzt im Moment sind Sie wieder. Ist das irgendwie seltsam?
Die hören mir überhaupt nicht zu. Doch, aber ich muss auch das LU kontrollieren. Das arbeitet wieder nicht so toll. Ja, sie kontrollieren das LU, das nicht so toll lädt und bei mir geht's gerade bergab. Obwohl ja bergab manchmal eigentlich ganz gut ist, wie zum Beispiel wenn man Fahrrad fährt. Ja, jetzt stecken sie mich wieder gleich den Kopf in den Sand. Kriegt man nämlich keine Luft. Ich wollte gerade sagen, da kriegt man keine Luft, das funktioniert so nicht. Oh, das wird nix. Hab ich mir gedacht. Herr Maruna, ich glaube, das wird nix. Oh, verdammt. Okay, dann eben nochmal. Was soll denn das? Hängt dieses Teil hier rum. Boah. Weißt du, wo ich mich gerade nochmal dran erinnern muss? Nein. Wie wir uns kennengelernt haben. Dadurch, dass ich krank war. Nee, wirklich, das lag ja wirklich daran, weil du hast ja so morgen schön gemacht. Ja. Und ich war krank und bin dann dazu gekommen. Tja. So ist es manchmal. So, eigentlich müsste das LU gleich auftanzen. Aber ich habe nichts bereut, auch wenn ich jetzt gerade gegen sie oder dich, je nachdem, wie es gerade ist, kämpfen, in Anführungsstrichen, muss. So ist es halt in der Challenge. Haben. Hat das Lohnunternehmen ernsthaft pinke Ballen? Nee, pink? Achso, doch. Sagen pink. Folge zu Ende. Echt? Dann Abrechnung. Ja, 200 einmal nur für das kleine bisschen. Können Sie da bitte nächstes, also ich finde es ein bisschen unverhältnismäßig. Arbeit einstellen, Herr Schulz, bitte. Ich hatte bei jedem Mädchen. Können wir das nächstes Mal so machen, dass wir pro Stück abrechnen? 50 pro Stück oder so. Wo, für was? Na, bei der Tätigkeit, die gerade für mich ausgeführt wird. Herr Rayschek, Sie wissen schon, dass das echt ein großer Umweg ist. Das ist aber, wäre aber viel mehr für Sie, Baruna, ne? Ja, das ist mir klar, aber mein Gewinn ist ja auch riesig. Ja, okay, ja. Ich habe überhaupt keinen Gewinn. Übrigens hatte Herr... Okay, egal, ich mach nicht rum. Herr Rayschek, Sie dürften theoretisch weiterfahren in der nächsten Folge. So, muss Mikado auch was bezahlen? Nein. Okay. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Am besten alles. Und bis morgen. Ciao. Morgen, ciao. Tschüss.